Aufatmen in Zwickau. Davy Frick kann spielen. Der Innenverteidiger war ja am Dienstag noch vor der Pause wegen Leistenproblemen ausgewechselt worden. Zwei Tage Reha haben gereicht, dass er heute vor 4000 wieder von Beginn an dabei sein kann. Die Gäste aus Mannheim mit dem Eckball noch mit guten Chancen auf Liga 2, müssen dafür aber heute nachlegen, nachdem Braunschweig und Lautern ja gestern gewonnen haben. Der Ball flippert raus zu Adrien Lebo, der Franzose zunächst geblockt von Lokoc. Nochmal Lebo und dann schlägt der Ball im Tor ein. 0:1 Mannheim nach 6 Minuten durch das Tor von Adrien Lebo. Brinkies ist in der richtigen Ecke. Ball schlägt vor ihm auf. Kaum haltbar. Es ist das erste Gegentor für die Mannschaft von Joe Ennox nach 323 Minuten. So viel haben sie sich vorgenommen. Und so schnell ist der Frust. Und die Gäste aus Mannheim legen sofort nach. Immer wieder läuft vieles über Bojamba, der im Laufduell mit Steffen Kanzer. Bojamba drin im 16er, kurzer Haken, Bojamba an die Latte, Lippo, Frick und Schikora dann mit dem Block. Riesenchance für Mannheim aufs zweite Tor und fast wäre es wieder auch Lippo gewesen. Gute Viertelstunde dann vorbei. Eckball für Zwickau durch Patrick Göbel. Can Koskun, linker Fuß. Schöner Strich. Erste und einzige gute Möglichkeit für Zwickau in Hälfte 1. Mannheim führt zur Pause verdient. Rein in die zweite Hälfte. Waldhof mit Russo. Der Ball bei Bojamba. Kein Abseits. Brinkies noch dran. Der Captain hält den FSV im Spiel, heute in seinem 250. Drittligaspiel. Zwickau erwacht langsam, der eingewechselte Wilms schickt Lars Lokoc. Lokoc mit Tempo und Körper vorbei an Ferdat Lokoc. Und dann ist der Ball irgendwie im Tor. 1:1 der Ausgleich nach 67 Minuten. Alle stürmen sie auf Lokoc, aber der war es gar nicht, denn es war ein Eigentor von Jesper Ferlat, der den Ball von Höger an den Körper geschossen bekommt. Der Blick auf den Keeper der Zwickauer, eben das 0:2 verhindert, jetzt das herrliche Gefühl, wir sind wieder dran. Es ist danach ein offenes Spiel. Butzen rutscht vorbei am Ball, Butler mit ganz viel Platz, Brinkies ist dran, Segert, Kanzer! Steffen Kanzer wirft wirklich alles in den Schuss. Die Schmerzen danach entsprechend. Am kurzen Pfosten wehrt er diesen Ball von Segert ab. Und dann wird's kurios. Schiedsrichter Robin Braun scheint dazu erwähnen, schauen Sie mal, der nestelt schon an der Gesäßtasche. Davy Frick ist beim Schiedsrichterassistenten, ist bei Osman Nagic und beschwert sich, weil eben das Wort Elfmeter gefallen ist. Es gibt eine rote Karte für einen Kanzer wegen Handspiel. Der sagt, Jungs, ich habe mit ganz anderen Dingen den Ball aufgehalten, aber längst nicht mit der Hand. Joe Ennox kocht, sieht da noch gelb. Es ist eine klare Fehlentscheidung. Der Ball nie und nimmer an der Hand. Eine Videobeweis in Liga 3 gibt es aber nicht. 73. Minute, Elfmeter Mannheim. Bojamba gegen Johannes Brinkies. Brinkies wieder dran, hält den zweiten Elfer in dieser Saison. Der war gar nicht mal schlecht geschossen, aber wie er da abtaucht und die Kugel noch um den Pfosten wickelt, ganz stark. Das Team von Joe Ennox danach 20 Minuten mit einem Mann weniger. Sie werfen alles rein. Sie sehnen den Schlusspfiff herbei, der dann nach 95 Minuten endlich ertönt. Ein Tor auf jeder Seite und 100 Diskussionen um ein Handspiel, das es nie gegeben hat. Ich kläre den Ball auf der Linie mit Teilen, mit denen man den Ball eigentlich nicht klären will. Liege halt mit wirklich Schmerzen am Boden und einer sagt mir dann noch, steh auf, du kriegst rot. Also ich war völlig fassungslos. Ich dachte, ich bin wirklich im falschen Film, weil Steffen klärt das überragend. Ja, wie er dann noch sein Körper dazwischen bekommt. Ja, und auf einmal gibt es einen Pfiff und er kriegt eine rote Karte und wir sind dann noch einer weniger. Ich habe es nicht richtig verstanden, wo da eine Hand gewesen sein soll. Ich stand direkt daneben, deswegen war es echt bitter für uns. Aber wie die Mannschaft das dann macht, einfach überragend.
Zwickau mit dem nächsten wichtigen Punkt im Abstiegskampf. FSV gegen Mannheim 1:1.